Zwei Tage lang Faustball pur. Auch dieses Jahr wird der Berliner Schillerpark Austragungsort für das weltgrößte Faustballturnier, dem Wedding Cup. Organisiert von der Berliner Turnerschaft ist er eine absolute Pflichtveranstaltung für jeden Faustballfan. Wedding Cup mit dem Wetter ist traumhaft schön. Man trifft viele bekannte Gesichter. Für uns das erste große Turnier im Jahr meistens, auch die Sommersaison gesehen. Es ist eine super Stimmung, sogar das Essen kann man sich leisten. Wir trinken ein Bier nach dem anderen. Wie im Faustball üblich, geht es bei diesem Turnier sehr familiär zu und vor allem darum, Spaß am Sport zu haben. Wie familiär, das zeigt auch diese Antwort auf die Frage, wie bist du damals eigentlich zum Faustball gekommen? Ja, bei mir war das einfach ganz einfach. Meine Eltern haben sich auf dem Faustballturnier kennengelernt. Meine ganze Familie spielt Faustball. So mit meiner Größe hätte ich auch Basketball spielen können. Aber Faustball von Anfang und so bleibt es auch. Während die rund 200 anwesenden Mannschaften aus ganz Deutschland, Polen und Tschechien gegeneinander antreten, schaut einer dabei ganz genau zu. Jürgen Nest, Gründungsmitglied des Wedding Cups und seit über 70 Jahren Mitglied der Berliner Turnerschaft. Kaum ein Zweiter hat sich so für den Sport eingesetzt wie er. Für seine 60 Jahre lange ehrenamtliche Arbeit im Faustball, dem Verein und der Gesellschaft, wurde er vor kurzem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut. Und von der Sache her mache ich also ja schon international, national, für Berlin, für den Verein eigentlich Arbeit, die ja für mich selbstverständlich ist, aber eben nicht für jeden. Wer so viel Zeit und Herzblut in den Sport steckt, macht sich natürlich einen Namen. Hier beim Wedding Cup kennt ihn fast jeder, auch weil er immer ein offenes Ohr für Fragen und Probleme der Spieler hat. Da ich also schon sehr viel ehrenamtliche Arbeit durchgeführt habe, kenne ich natürlich auch sehr viele Leute und bin hier bei diesem Turnier mit zu Hause. Das Ehrenamt, ein Einsatz, den es zu würdigen gilt. Denn ohne wären Veranstaltungen wie der Wedding Cup gar nicht möglich. Daher geht ein großer Dank an alle Ehrenamtlichen, die dafür sorgen, dass das weltgrößte Faustballturnier auch im nächsten Jahr wieder im Berliner Schillerpark ausgetragen werden kann.